Willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich habe euch wieder 7 Tage lang mitgenommen, was ich so esse. Es war eine sehr einfache Woche. Die meisten Gerichte waren relativ schnell, würde ich sagen. Viel Spaß beim Anschauen. In 6 Tagen muss ich meine Masterarbeit abgeben. Dementsprechend ist gerade relativ viel zu tun. Und ich war auch gerade schon einkaufen. Ich mache jetzt einen kleinen Einkaufshaul. Tomaten, Brötchen für Lukas, 2 Feigen, Burger Buns, Äpfel, Kartoffeln, Fuseli. Normalerweise mag ich ja lieber Vollkorn, aber die gab es gratis. Ab 1 Euro Einkaufswert oder so. Ich habe Haferflocken vergessen. Deswegen habe ich überlegt, mir mal eine Art Porridge aus Couscous zu machen. Das ist Vollkorn-Couscous. Das ist jetzt mein Frühstück und zwar Couscous-Porridge. Ich habe da einfach noch Milch nachher dazugegeben. Oben drauf sind noch Feige, Pfirsich und Erdnussmus und Kokoslocken. Guten Appetit, mein Herr. Danke. Da ich nur wenig Zeit hatte an dem Tag, habe ich mir zum Mittag nur schnell ein Müsli mit Heidelbeeren, gepufften Amaranth, Hanfsamen und Hafermilch gemacht. Außerdem gab es noch diese Erbsenwaffeln von Rossmann. Zum Abendessen hat Lukas uns dann super leckere Veggie-Burger gemacht. Das sind die Patties von Lidl, die mögen wir immer ganz gerne. Dabei gab es noch super leckere Ofenkartoffeln, Guacamole und Salsa. Zum Frühstück gibt es ein Müsli aus gepufften Amaranth, Zimt, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen und Chiasamen. Mittags habe ich eine kleine Radtour gemacht und habe am Rhein ein paar Nüsse, getrocknete sowie frische Äpfel und Erbsenwaffeln gesnackt. Der Trick mit dem Milchaufschäumen in der French Press ist, glaube ich, der beste TikTok-Hack, den ich je gesehen habe. Vor allen Dingen für das, dass keine Barista-Milch ist, sondern diese hier. Hafermilch ist das, glaube ich. Ja, Hafermilch. Abends gab es bei mir Romana-Schiffchen mit einer Füllung aus Kichererbsen, schwarzen Bohnen, Mandelmus, Tomatenmark, Tomaten, Paprika und einigen Gewürzen. Bei mir gibt es zum Frühstück gepufften Amaranth, Chiasamen, Hafermilch und obendrauf sind noch Feige, Cashewkerne, Hanfsamen und Sonnenblumenkerne. Und dann gibt es noch einen Apfel dazu. Wie lecker sieht dieses Abendessen bitte aus? Ich hatte mir 2 Toasts gemacht, eins davon mit Himbeeren, Heidelbeeren, weißem Mandelmus und Zimt und das andere mit Avocado, Tomate und frischem Basilikum. Außerdem gab es noch etwas Rohkost dabei. Mein Arbeitstag habe ich mit unserem üblichen Green Smoothie gestartet. Ich habe mir gerade ein Porridge gemacht aus Haferflocken und Leinsamen. Da gebe ich jetzt noch diese Milch rein. Die wollte ich eigentlich erst in einer Pfanne warm machen, aber ich mache es jetzt einfach im Porridge warm. Das reicht ja. Jetzt noch ein paar Kokosflocken. Fertig ist das Kokosporridge. Bei mir gibt es jetzt zum Mittag Erbsenpuffer mit Radieschen und so einem Minzjoghurt. Ich habe das Ganze im Rezeptetest gemacht, deswegen gibt es da bald mehr. Aber es ist sehr, sehr lecker. Zum Abendessen gab es bei mir eine Bowl aus Romana-Salat, Gurke, Avocado und Minze. Das Dressing habe ich dann aus Tahin, Senf, Pfeffer, Sojasauce, Ahornsirup und Apfelessig gemacht. Dazu gab es dann noch geröstete schwarze Bohnen und ja, das passiert mir ständig mit unserem Airfryer. Die Bohnen sehen fast so aus, als wären sie verbrannt, aber das liegt einfach daran, dass es schwarze Bohnen sind. Die hatte ich 10 Minuten im Airfryer auf ca. 200 Grad. Ich glaube, wenn man das im Ofen macht, wird es ein bisschen länger dauern. On top gab es dann noch ein paar Sesamsamen und Sonnenblumenkerne. Außerdem gab es noch eine Scheibe von diesem Brot dabei. Oh mein Gott, diese Bowl war so lecker. Ich war echt überrascht, weil das war einfach nur ein Resteessen, was ich irgendwie spontan zusammengewürfelt habe. Und ich war echt überrascht. Es war sehr, sehr lecker.
zum Frühstück gab es an dem Morgen wieder einen Green Smoothie und ein Apfelporridge. Das war wirklich ganz simpel gehalten, nämlich aus Haferflocken, Leinsamen, einem Apfel, Milch und Wasser. On top gab es dann noch ein paar wilde Heidelbeeren. Ich liebe das ja, wenn man so TK-Obst, also so kaltes und warmes zusammen isst. Ich finde, das schmeckt einfach so gut. Ein paar Sonnenblumenkerne für den Crunch durften auch nicht fehlen. Und fertig ist das Frühstück. Zum Mittag habe ich Reste von den Erbsenpuffer. Ich habe die jetzt im Airfryer warm gemacht und dadurch sind sie noch was knuspriger geworden. Richtig nice. Und dazu gibt es dann noch Minzjoghurt. Zum Abendessen haben Lukas und ich uns dann zusammen Sommerrollen gemacht. Bei mir gibt es zum Frühstück einfach einen schnellen Joghurt mit Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Hanfsamen, Haferflocken und Walnüssen. Und darunter ist Joghurt. Das Ganze toppe ich noch mit aufgetauten Heidelbeeren, einer Banane und süße das noch mit dem Rest von dieser Marmelade, damit ich die mal langsam aufbrauche. Kurzes Update, ich habe die letzten Tage wirklich ausschließlich mein Essen gefilmt, weil ich so beschäftigt war wie schon lange nicht mehr. Ich gebe jetzt morgen meine Masterarbeit ab. Ich habe jetzt das letzte Mal meine Masterarbeit Korrektur gelesen, habe mich auf der Arbeit eben das letzte Mal ausgelockt für 5 Wochen, was mega cool ist. Ich arbeite jetzt noch meine letzten Korrekturen ein und dann gebe ich morgen einfach ab. Ich bin sehr nervös und bin gespannt, wann dann das Ergebnis kommt. Das ist jetzt mein Mittag. Das habe ich mir schnell gemacht. Und zwar sind das 2 Avocado-Brote. Man sieht die Avocado leider nicht wegen dem Salat. Einmal mit Gurke und einmal mit Tomate, dann gibt es noch ein paar Radieschen dabei, die wir noch da hatten und einen Apfel mit Zimt als kleinen Nachtisch. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Bei mir gibt es jetzt Schoko-Porridge zum Abendessen mit Banane und Pflaume. Die sind da leider reingefallen, weil das Porridge relativ flüssig ist. Aber ich mache das immer gerne bei Kakao so. Dann ist es ein bisschen wie Kakao. Und ich habe das hier mit dieser Milch gemacht. Obendrauf ist noch Kaffeekussgewürz. Das einfach mit Kakaopulver und Zimt und so. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Zum Frühstück gibt es bei mir ein Müsli aus Haferflocken, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kakaonips, Walnüsse und Hanfsamen. Dazu diese No Milk von Lidl. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal ein bisschen ziehen und dann esse ich das gleich. Ich beende jetzt mein Studium. Ich bin so aufgeregt. Auf jeden Fall will ich die jetzt hochladen. 6 Monate Arbeit einzureichen ist anders. Bist du so aufgeregt? Oder hast du Hunger? Nee. Drück da unten drauf und gut ist es. Noch einmal kurz. Steffi ist... Krieg ich eine Mail oder sowas? Nö, hast du doch hier bekommen. Das ist jetzt gerade gewesen. Dann hast du es jetzt hinter dir. Ich bin gerade fleißig am Meal preppen, weil ich morgen in den Urlaub fahre. Und zwar ein Edamame-Nudelsalat aus Nudeln und Edamame und Gurke, Minze und Koriander. Und dann kommt da noch so ein Miso-Dressing aus geröstetem Walnussöl und Miso. Und dann kommen da noch hier geröstete Sesamsamen und Cashews drauf. Zum Frühstück mache ich mir, weil wir sehr früh fahren, einfach Overnight Oats aus Haferflocken, Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen, Sonnenblumenkern. Und obendrauf ist noch so ein Kaffeegewürz, nennt sich das. Das ist eigentlich nur Zimt, Kakaopulver und sowas. Das Obst kommt dann noch drauf. Das ist Apfel und eine Pflaume. Super. Es ist so klein. Fertig ist mein Mittag. Richtig lecker. Lukas und ich snacken gerade noch diese Linsenchips Oriental. Die sind so lecker. So, der Kühlschrank ist jetzt leer, weil es ja morgen in den Urlaub geht. Und deswegen ist bei mir jetzt einfach nur ein Marmeladenbrot mit Aprikosenmarmelade. Heute war ein super aufregender Tag. Also es ist ja echt irgendwie ein Meilenstein, den ich heute gemacht habe. Vorausgesetzt, ich bestehe. Und an der Stelle verabschiede ich mich jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich jetzt auf den Urlaub und sage mal bis zum nächsten Mal. Ciao.